Liebe Gäste und alle, die uns via Livestream zugeschaltet sind, herzlich willkommen zurück. Und es geht wirklich, man kann es nicht anders formulieren, hochkarätig weiter. Gestern ist schon hier und da sein Name gefallen. Markus Mingers ist Deutschlands bekanntester Anwalt für Vertragsrecht. Sein Ziel ist es, die neue EU-Datenschutzgrundverordnung Unternehmen näher zu bringen und sie natürlich abzusichern. Und sein Thema heute ist: Da kommt ein dickes Ding. Und weil da so ein dickes Ding kommt, hat er sich direkt auch noch Verstärkung mitgebracht. Ich darf mit einem großen, herzlichen Applaus auf der Bühne begrüßen Markus Mingers und Jürgen Bernekes. Ja, auch von uns ein ganz herzliches Hallo hier in die Halle. Hier vorne, die Reihen sind noch ein bisschen gelichtet. Ich glaube, die kommen gleich alle aus der Pause. Mein Name ist Markus Mingers. Ich bin Anwalt und Unternehmer. Und gestern habt ihr ja vielleicht so ein paar Worte über uns hören können. Wir fühlten uns da sehr geehrt durch die Case Study von dem Robert. Ich habe Verstärkung mitgebracht, denn das Thema ist wirklich, was wir jetzt haben, EU-Datenschutzgrundverordnung, ein großes Thema. Der Karl S. hat gestern unter einem Instagram-Bild von uns gepostet, Coolness und Kompetenz. Da steht jedenfalls von uns die Kompetenz. Der Jürgen ist bei uns zuständig für das Thema Datenschutz und kann da so gut wie jede Frage beantworten. Gestern der Vortrag vom Robert hat so ein bisschen unser unternehmerisches Wirken in der letzten Zeit dargestellt. Es hat im Bereich Online-Marketing ganz gut geklappt. Ausgelöst wurde das Ganze. Ich habe einen sehr guten Freund und ja, manche würden sagen Mentor und aber auch Geschäftspartner. Der Herr Schott, der war mal Vorstand der Deutschen Bank, mit dem habe ich zusammen auch mehrere Gesellschaften. Der gab mir vor mehr als einem Jahr den Rat, sagte: Herr Mingers, Sie müssen in Ihrem unternehmerischen Wirken auf zwei Dinge achten. Das erste ist, Sie müssen möglichst schnell Fuck You Money verdient haben. Wer weiß von euch, was Fuck You Money ist? Die wenigsten. Schott sagte zu mir: Du musst schauen, dass du unabhängig bist von Arbeitgebern, von Mandanten, von Kunden, von Banken. Du musst so viel Geld beiseite haben, dass du eine gewisse Freiheit hast. Und da arbeiten wir natürlich dran. Und da ist natürlich der Bereich Online-Marketing ein hervorragender Weg hin. Das Zweite ist, was mir mein Freund mit auf den Weg gab, war: Du musst dein unternehmerisches Leben und auch dein privates Leben so einrichten, dass du der faule Profiteur bist. Dieses Wort, der faule Profiteur, geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Finde ich, ist eine ganz nette Lebenseinstellung, dass man eben sein unternehmerisches Wirken so darstellt, dass es unabhängig von einem ist. Ich habe danach viel darüber nachgedacht, habe eine Geschäftsführerin eingestellt, die das Tagesgeschäft managt. Ich selbst mache nur noch Strategie und Marketing und bin auf dem Weg dahin, tatsächlich der faule Profiteur zu sein. Jetzt kam diese verflixte EU-Datenschutzgrundverordnung ins Gehege. Ich bin auch gestern schon häufig gefragt worden, was ich von dem Konstrukt halte. Offen gestanden gar nichts. Ich halte von dieser EU-Datenschutzgrundverordnung juristisch nichts, denn es ist an der Praxis völlig vorbei. Da haben irgendwelche Theoretiker zusammengesessen und haben versucht, die Datenschutzrichtlinien in Europa zu harmonisieren und runterzubrechen. Ich glaube, dass jetzt erstmal viel Wirbel gemacht wird und wir werden dann später in der Praxis sehen, was davon tatsächlich umgesetzt wird. Aber auch für uns ist ja schon allein aus egoistischen Motiven, müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen, denn erstmal grätscht die EU-Datenschutzgrundverordnung uns natürlich erstmal beide Beine weg, denn wenn man mal schaut, was da erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, wenn man sich den Gesetzestext ansieht, wenn man Aufsätze, wenn man Kommentare dazu liest, dann ist ja erstmal alles verboten. Und dann beginnt eben jetzt unser Job. Wo sind denn da so die Lücken? Was ist tatsächlich verboten? Wo ist dann Gestaltungsspielraum? Und das sind eben genau die Lösungen, die wir gerade erarbeiten, die wir anbieten. Und deswegen haben wir da auch den Experten. Jürgen, was kommt da auf uns zugerollt mit der EU-Datenschutzgrundverordnung? Ja, erstmal kommt ein Datum auf uns zu. Ihr wisst wahrscheinlich alle, es gibt eine Übergangszeit. Die Frage ist, wie lang ist die? Die Übergangszeit ist 2 Jahre. Sie hat 2016 begonnen und sie endet am 25. Mai 2018, und zwar auf dem Punkt. Und was gilt ab dann? Ab diesem Zeitpunkt gilt die neue Datenschutzgrundverordnung, also EG-Recht, eine Verordnung, nur mal gerade zur Erklärung, ist keine Richtlinie. Eine Richtlinie, die muss erst umgesetzt werden. Eine Verordnung,
die gilt mit Gongschlag. Sofort ist geltendes Recht. Deswegen die Datenschutzverordnung ist so wichtig, weil sie geltendes europäisches und damit auch deutsches Recht ist. Da müssen wir halt reinschauen. Und diese Datenschutzgrundverordnung, die wird ergänzt durch das neu geänderte Bundesdatenschutzgesetz, ist also quasi eine Ergänzung. Und diese Datenschutzgrundverordnung, die EG-rechtliche, lässt einige Öffnungsklauseln zu. Ja, was sind jetzt Öffnungsklauseln? Öffnungsklauseln heißt, du, lieber nationaler Gesetzgeber, darfst zu diesen 60 Punkten deine eigenen Ideen, sprich Gesetze, formulieren. Wunderbar. Das ist in Deutschland geschehen durch das Bundesdatenschutzgesetz. Die Umsetzung ist bereits unter Experten hoch umstritten. Durfte es so umgesetzt werden? Werden da eigentlich nur Texte wiederholt? Werden die richtig wiederholt? Werden die nicht richtig wiederholt? Gehen die über das Ziel hinaus? Das heißt, sind die unwirksam? Das heißt, diese 60 Punkte sind zum Teil hoch umstritten. Und was ist dann noch schöner, wenn wir auf die europäische Rechtsprechung blicken? Naja, das ist altes Recht. Wir werden also vieles überhaupt nicht mehr nutzen können, was die Rechtsprechung, also insbesondere der EuGH, bisher dazu gesagt hat. Jürgen, was heißt das jetzt konkret hier für die Unternehmer? Was das jetzt konkret heißt, jetzt möchte ich mal das Stichwort geistige Brandstiftung aufgreifen. Wir haben ab 25. Mai eine ganz erhebliche rechtliche Unklarheit. Das heißt das leider, wie du sagtest, die neue Datenschutzgrundverordnung ist im Prinzip SCH. Jetzt konkret wurden wir ja hier gestern und heute schon gefragt, die ganzen Online-Unternehmer arbeiten zum Beispiel mit Cookies. Was ist mit Cookies? Sind die noch erlaubt? Sind die nicht erlaubt? Cookies beispielsweise, wenn man in die Fachliteratur reinsieht, hoch umstritten. Die eine sagen, sind nicht erlaubt, die andere sagen erlaubt. Wie so oft hilft ein Blick ins Gesetzbuch zumindest etwas zur Findung der Rechtslage. Cookies darf ich verwenden, wenn ich mir eine Einwilligung einhole. Wie ist das denn jetzt eigentlich geregelt? Jetzt haben wir es doch so, wenn ich es recht verstanden habe, dass der Nutzer der Website widersprechen muss. Das heißt, wir haben es jetzt rumgedreht. Ja. Ist es jetzt so, dass quasi die Beweislast rumgedreht wurde und man muss jetzt sich die Erlaubnis einholen? Jetzt muss ich mir die Erlaubnis einholen. Das heißt, wenn der Cookie aufblinkt, muss da schon die Möglichkeit bestehen, Ja zu sagen. Also ein Opt-in oder sogar ein Double-Opt-in. Was dann genau erforderlich ist, das wird dann irgendwann die Rechtsprechung in ihrer unendlichen Weisheit sagen. Nur, was wichtig ist, die allgemeine Dinge, diese Einwilligung muss auf ein Widerrufsrecht hinweisen. Das heißt, im Cookie muss drinstehen, ich kann widerrufen. Das heißt, weg mit dem Cookie. Okay. Was ist denn... Also im Prinzip ja, aber vorsichtig und mit Einschränkungen. Und wenn die Leute nicht zustimmen, dürfen die ja trotzdem meine Website besuchen oder darf ich denen sogar den Zugang zu meiner Website verwehren? Die dürfen selbstverständlich die Website besuchen. Das ist ja dann deren eigenes Risiko. Ich müsste auch eigentlich darauf hinweisen, dass bei einer Verweigerung dieser Zustimmung für den Betroffenen überhaupt kein Nachteil besteht. Okay. Wie ist das denn mit E-Mail-Funnel? Der Raul Plikar hat mich gestern zum Beispiel gefragt, wie ist das mit E-Mail-Funnel? Dürfen wir die überhaupt noch bauen? Wir bauen ja gerade eine eigene Software. Ist das eigentlich alles verboten? Eben bin ich das auch gefragt worden. Ist Klicktipp eigentlich jetzt illegal mittlerweile? Ja, bei E-Mails, da würde ich mal unterscheiden, wir haben ja alle Bestandskunden. Da ist also die Frage, was mache ich mit den Bestandskunden? Da muss ich erstmal reinsehen, wie sieht meine bisherige Einwilligungserklärung aus. Will ich die in diese neue Rechtslage ein? Wichtig ist dabei das Stichwort der ähnlichen Produkte. Ich darf also meine Bestandskunden e-mailmäßig, sage ich mal, bewerben, wenn es, wie es so schön heißt, sich um keine erhebliche Vertragsveränderung handelt, also Anbieten des Produktes. Was dann erheblich ist, werden wiederum die Gerichte später in ihrer unendlichen Weisheit entscheiden.
Äpfel ist was anderes als Bananen, aber Autos werden Autos sein, aber Autos sind keine Bücher. Der Dirk sagte in dem Vortrag eben Geistige Brandstiftung, wo er uns ja den Ball zugespielt hat, dass er in den E-Mails das so formuliert, dass die Leute aus der Kampagne sich austragen, also aus dieser konkreten Kampagne, aber die bleiben grundsätzlich in seinem E-Mail-Verteiler. Ja. Wäre das denn noch rechtmäßig? Ich denke mir, das ist noch rechtmäßig. Außer derjenige widerspricht und er muss natürlich auf sein Widerrufsrecht auch hingewiesen werden. Aber unten stand ja, wie, wenn ich den Dirk richtig verstanden habe, in der E-Mail, in der Fußzeile lediglich, dass er sich aus der Kampagne austragen kann, nicht, dass er grundsätzlich aus der E-Mail-Liste austragen kann. Das reicht, okay. Dirk, da kann ich dich beruhigen, geht also weiter so. Was denn mit Software wie Clicktip? Wie macht man da weiter? Da geht es ja meinetwegen um die Verwendung dieser Daten. Da stellt sich auch wiederum die Frage der Einwilligung und auch der Hinweis auf die konkreten Zwecke. Das Unangenehme an der neuen Datenschutzgrundverordnung ist ja, dass ich auf die Zwecke hinweisen muss. Ich muss auch auf Zweckänderungen hinweisen, und zwar schon bevor ich den Zweck ändere. Also quasi hellsichtig. Es geht also sehr weit. Okay. Ich habe auch gelesen, dass die Pflicht jetzt mittlerweile bei den Unternehmern besteht, dass Daten gelöscht werden müssen. Dass da eben auch die Beweislast bei dem Unternehmer besteht, dass er Daten erhoben hat, dass er sie gespeichert hat, aber dass er sie auch zu einer gewissen Frist gelöscht hat. Was ist da zu beachten? Bei der Löschung ist es so, Daten sind zu löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Ist natürlich die Gretchenfrage, wann werden sie nicht mehr benötigt? Auch das werden wiederum die Gerichte in ihrer unendlichen Weisheit entscheiden. Aber der Betroffene, sprich der Kunde, kann ja sagen, ich will nicht mehr. Das heißt, wir haben einerseits eine Pflicht zur Löschung, Frage ab wann werden wir die Daten nicht mehr benutzt. Und auf der anderen Seite kann der Kunde sagen, ich möchte die Daten gelöscht haben. Das kann er aber nicht einfach so sagen, da muss schon der Kunde ein Interesse an der Löschung haben, und so wie das im Moment wohl aussieht, muss das Interesse über den bloßen Empfang einer Werbung hinausgehen. Und auf der anderen Seite ist das Interesse des Unternehmers eben zu verkaufen zu sehen. Das heißt, das ist eine Abwägung. Und wohin der Zug dann in Zukunft geht, kann ich auch leider nur sagen, das wird sich zeigen. Wie ist das denn zum Beispiel bei uns im konkreten Fall? Wir haben mehrere Funnel. Wir haben zum Beispiel den Funnel VW-Abgasskandal und wir haben den Funnel Widerruf Autokredit. Ja. Darf ich, wenn jemand sich beim VW-Abgasskandal austrägt aus der E-Mail-Liste, muss ich den dann komplett löschen oder darf ich den nochmal mit einem anderen Thema, zum Beispiel Widerruf Autokredit, weil das miteinander zusammenhängt, darf ich den da weiter bespielen? Also ich denke mir, das ist ein anderer Zweck. Da muss er vorher eingewilligt haben und auch vorher auf diesen Zweck hingewiesen werden. Problematisch ist immer eine Zweckänderung. Was ist eine bloße Änderung im Sinne eines verwandten Zwecks oder was ist was ganz anderes? Da werden auch erhebliche Probleme sein. Aber wenn man ja einen Bogen spannt zwischen den einzelnen Themen, dann wäre es ja meines Erachtens eine Lösungsmöglichkeit, um trotzdem die Daten weiterverwenden zu können. Ja, es ist die Frage, wo ist es der gleiche Bogen und wo ist es ein neuer Bogen? Wird sich alles zeigen, wird sich alles entwickeln. Okay. Punkt wäre ja vielleicht, für wen gilt eigentlich die Datenschutzgrundverordnung? Die gilt ja für jeden im Grunde genommen. Das heißt, das fängt ja bei Sportvereinen an. Die gilt für jeden. Interessant ist ja auch die Frage dann, wer muss einen Datenschutzbeauftragten benennen? Und da sagt das Gesetz, wenn ich 10 Mitarbeiter habe, also Gesetz heißt Verordnung, die sich ständig mit der Datenverarbeitung befassen. Was ist jetzt ständig? Ständig heißt nicht, dass der von morgens bis abends am PC sitzt. Ständig heißt, so die überwiegende Rechtsprechung oder Fachliteratur, regelmäßig einmal im Monat ist ständig. Also 10 Mitarbeiter, die sich ständig befassen, hat man relativ schnell. Ein Dachdeckerbetrieb wird es wahrscheinlich nicht haben, aber auch das ist möglich. Das ist also der eine Punkt. 10 Mitarbeiter, die sich ständig befassen.
Der andere Punkt ist, wenn das Unternehmen an sich sich mit Datenverarbeitung befasst, Adressverwalter oder Adressvermittler, ich denke auch mal Finanzmakler, Versicherungsmakler, hier reicht bereits der Einzelunternehmer aus. Da habe ich also keine zahlenmäßige Stelle, ab der ich einen Datenschutzbeauftragten benennen muss. Und wenn es ein Einzelunternehmen ist, dann stellt sich ja die Frage, kann ich selber machen oder muss ich einen externen nehmen? Und das geht in Richtung externer, weil dieser Datenschutzbeauftragte muss ja weisungsunabhängig sein. Ich bin mir gegenüber ja nicht weisungsunabhängig. Das heißt jetzt auch auf andere größere Unternehmen bezogen, der Geschäftsführer ist nie Datenschutzbeauftragter, der Vorstand nicht und eben der Unternehmer selber ist es nicht. Was muss denn der Datenschutzbeauftragte können, wenn ich den intern in meinem Unternehmen dazu qualifizieren will? Der müsste eine Schulung besuchen, damit fängt es ja an. Er muss ja, also rechtlich muss er weisungsunabhängig sein. Er ist dem Verantwortlichen, also der Geschäftsführung, dem Vorstand unterstellt und muss unabhängig sein. Da haben wir natürlich ein gewisses Problem für den Internen. Der neigt ja doch je nachdem dazu, das zu tun und zu machen, was gerne gehört ist. Da hat er natürlich ein erhebliches Risiko, auch ein Haftungsrisiko. Das heißt, er muss geschult sein, er muss es rechtlich hinkriegen. Wenn er es rechtlich nicht hinkriegt, muss er nachfragen. Und er muss es ja auch technisch umsetzen können. Was kann mir denn eigentlich passieren, wenn ich die Daten nicht so erhebe, speichere und lösche, wie es das Gesetz jetzt vorsieht? Es geistern ja Riesenordnungsgelder. Es sind Riesenbußgelder. Die neue Datenschutzgrundverordnung hat, ich meine, es ist der 83 Absatz 1, schon quasi als sehr uncharmante Einleitung da stehen, dass Aufsichtsbehörden sicherzustellen haben, dass abschreckende Bußgelder erhoben werden. Sowas habe ich noch nie im Leben in einem Gesetz gelesen, die Verpflichtung sicherzustellen, dass abschreckende Bußgelder erhoben werden. Und in folgenden Vorschriften wird dann dieser Horror auch realisiert, nämlich Bußgelder je nach Verstoß bis zu 10 oder 20 Millionen, 2% beziehungsweise 4% des Weltumsatzes. Also es ist ein Horrorszenario. Das heißt, und zwar sind es Bußgelder. Das heißt, so ein Konzern wie Facebook könnte dann mit Milliarden Bußgeldern zurechtkommen. Könnte ganz schön eng werden. Gilt das auch für jeden kleinen Unternehmer? Das gilt auch für jeden Kleinunternehmer, der gegen diese Datenschutzbestimmungen verstößt. Nur stehen da natürlich andere Zahlen im Raum. Die Behörde guckt sich natürlich an, war es das erste Mal, hat das öfters gemacht, wie schwer ist der Verstoß, was haben wir für Auswirkungen, hat er versucht, das gleich wieder zu begradigen oder macht er gar nichts, wie verhält er sich dazu? Womit ist denn so realistisch zu rechnen ab Mai? Direkt mit den 2 oder 4% des Umsatzes oder was denkst du, ist das angeglichen als normale Aufsichtswidrigkeit? Es ist zwar das Gebot, sicherzustellen, abschreckend, aber es wird sicherlich von der Größe des Unternehmens abhängen. Und es steht ja bis zu 2%, bis zu 4%. Da ist also ein Ermessensspielraum. Und da gilt es eben, das eigene Unternehmen, das einen Verstoß begangen hat, möglichst ja positiv darzustellen. Versucht hat, alles zu tun, versucht hat, alle Fehler zu vermeiden. Und wie ist das denn rechtlich, wenn ich da einmal so ein Bußgeld bekommen habe und zahlen musste, bin ich dann vorbestraft? Ist das eine Straftat oder wie ist das zu qualifizieren? Es ist also keine Straftat, es ist ein Bußgeld. Wir sind im sogenannten Ordnungswidrigkeitenverfahren. Also wie eine Knolle im Straßenverkehr? Wie eine Knolle, wenn man geblitzt wird, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das heißt, das landet dann beim Amtsgericht und ab einer gewissen Höhe beim Landgericht. Nur das Interessante wird ja sein, da haben wir ja Richter, die mit diesem Bereich nichts, aber auch nicht das Allergeringste zu tun haben. Denn die üblichen Ordnungswidrigkeiten sind ja nun mal die Verstöße im Straßenverkehr. Und diese Richter werden sich dann mit den Bußgeldern der Datenschutzgrundverordnung befassen müssen. Das heißt, das wird für die Unternehmen und für die beteiligten Anwälte ein recht spannendes Feld werden. Und
woher droht denn der Angriff? Das heißt, sind das vielleicht Mitbewerber oder ist das eine Behörde? Wer achtet darauf eigentlich? Der Angriff droht im Grunde genommen von jedem. Wer ist es in erster Linie? Ehemalige Mitarbeiter, die im Streit weggegangen sind. Und wo droht es natürlich noch? Vom geschiedenen Ehepartner, der sagt so, jetzt zeige ich mal, wo der Hammer hängt, jetzt wische ich im Nachhinein nochmal was aus. Das kann auch die Konkurrenz sein. Das kann ein Betroffener sein, der sagt, nee, meine Rechte wurden hier nicht vernünftig gewahrt, so, jetzt gehe ich mal zur Datenschutzbehörde. Also wir kennen das auch bei uns aus dem Geschäft, dass sich Mitbewerber bei uns in E-Mail-Listen eintragen und dann genau darauf achten, wie man damit umgeht, welche Bestimmungen wir einhalten. Also da muss man natürlich so ein bisschen aufpassen, dass die Mitbewerber einem dann nicht übel mitspielen. Das nächste ist ja viele Anwaltskollegen, es gibt ja Kollegen, die betreiben das Geschäft der Abmahnung, wovon wir uns absolut abgrenzen. Da habe ich keine Lust, Geld mit zu verdienen, denn das finde ich unethisch. Ist damit zu rechnen, dass sich da wieder viele Anwaltskanzleien drauf stürzen und Abmahnungen en masse raushauen? Da liest man im Moment eigentlich relativ wenig darüber, weil Datenschutz, man müsste ja dann überlegen, ob Datenschutz auch ein Wettbewerbsinstrument ist. Und da gibt es noch überhaupt keine Entscheidung zu. Nur zur Sicherheit sollte man natürlich versuchen, diese Regelungen einzuhalten. Und wenn es die ersten Abmahnungen gibt, dann wird man eben sehen, ob Wettbewerbsrecht unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes eben auch Wettbewerbsverstoß ist. Okay. Was ich auch häufig gefragt worden bin, wohin gehen eigentlich diese Bußgelder? Wenn ich jetzt vielleicht 1.000 Euro Bußgeld zahlen muss, weil es ist ja damit zu rechnen, die ersten Verstöße werden sicherlich nicht mit Millionenbeträgen sanktioniert, sondern werden erstmal 500 Euro sein, 1.000 Euro sein, wie sonst im Ordnungswidrigkeitenrecht. Wem kommt das Geld eigentlich zugute? Also im normalen Ordnungswidrigkeitenverfahren haben diese Richter, die die Sachen machen, ihre Listen, wo diese Bußgelder hingehen. Das sind meistens irgendwelche gemeinnützige Vereine. Meistens kennt er einen Vorsitzenden und er sagt, eurem Verein gebe ich Geld. Und das sind eben die Bußgelder. So wird das auch hier mehr oder weniger in diese Richtung gehen. Natürlich ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Höhe wird da sicherlich genauer hingeguckt werden. Vielleicht wird es da noch Richtlinien geben, wo das Geld hingeht. Nur der Betroffene kann ja nicht sagen, ich will mein Bußgeld da haben und nicht da. Das heißt, ich kann meinen Verein da nicht bedenken. Der Richter entscheidet, was mit dem Geld des Unternehmers passiert. So ist es leider. Und die Aufsichtsbehörde, was ist die Aufsichtsbehörde, mit wem habe ich es da zu tun, welche Behörde ist das, wer sitzt da eigentlich? Das ist eine Bundesbehörde oder eine Landesbehörde, die eben ihre Leute rumschicken. Und das Interessante ist ja, worauf können die im Grunde genommen am 25. Mai ohne Arbeit sehen? Das heißt, wo droht eigentlich am 25. Mai, theoretisch oder auch praktisch, die größte Gefahr, ganz einfach, dass die kommen und fragen, habt ihr einen Datenschutzbeauftragten benannt? Und wenn der zu benennen war und es ist nicht passiert, dann habe ich schon den ersten Verstoß, der ein Bußgeld zur Folge hat. Was ist also für euch zu machen, wenn ihr benennen müsst und nicht benannt habt? Benennt irgendeinen, egal ob er was davon versteht oder nicht. Hauptsache, ihr habt erstmal benannt. Und im zweiten Schritt muss man natürlich sehen, dass er die nötigen Kenntnisse erlangt. Wo droht die zweite Gefahr? Bei der Auftragsverarbeitung. Die Auftragsverarbeitung erfordert wohl einen schriftlichen Vertrag. Da kann der Datenschutzbeauftragte sagen, zeigt mir doch mal euren Vertrag. Und wenn es überhaupt keinen Vertrag gibt, haben wir schon einen Verstoß. Zweiter Punkt ist immer, was steht drin? Das heißt, die Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung sollten eben A gemacht werden, B überarbeitet werden, jedenfalls am 25.05. präsent sein. Das heißt jetzt, ich bin jetzt Unternehmer und speichere Daten regelmäßig und habe mich aber bisher noch gar nicht mit der Thematik beschäftigt, wie wahrscheinlich die meisten hier im Raum. Noch gar keine Maßnahmen ergriffen. Was muss ich denn als erstes genau jetzt tun? Also diese beiden Punkte, wenn ich einen Datenschutzbeauftragten benennen muss, das heißt, der fängt beim Einzelunternehmer an, der sich ja hauptsächlich mit Datenverarbeitung befasst. Ich hatte eben mal das Paradebeispiel des Adressvermittlers. Der muss sofort einen benennen, und zwar einen externen, weil er als Chef sich ja nicht selber benennen darf. Und wenn ein Auftragsverarbeiter
beauftragt hat, dann muss er eben sehen, hat er einen Vertrag, passt der Vertrag, und er muss ja auch gucken, ob dieser Auftragsverarbeiter die sogenannten TOMs einsetzt, ne, die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Und die kann er sich ja aussuchen, die richtigen Verarbeiter, indem er die Audits von denen überprüft. So, und was muss ich dann eben sehen? Ich muss meinen Einwilligungsbereich richtig haben. Ich muss sehen, kommen da Zweckänderungen zu, dann muss ich die Einwilligung für die Zweckänderungen einholen. Ich muss die Datenschutzerklärungen überprüfen, ist da ein Widerrufsrecht drin? Da sind also alle möglichen Dinge, die ja jetzt eigentlich noch gemacht werden können. Du sagst Einwilligung, das ist ja so das große Thema. Das heißt, Einwilligung, die personenbezogenen Daten, ja, ist ja jetzt der Grundsatz. Mhm. Grundsätzlich darf ich nicht mehr speichern, darf ich keine Daten mehr erheben. Das heißt, man hat das wirklich so pervers umgedreht. Man Verbot darf mit Erlaubnis vorbehalten. Genau, man darf es gar nicht machen. Es sei denn, es ist ein Ausnahmetatbestand gegeben. Ja. Kannst du da nochmal was zu sagen, wie ich jetzt genau denn mit den Daten umgehe, wenn ich jetzt am 26. Mai eine Visitenkarte einsammle oder eine E-Mail-Adresse in meinen Funnel bekomme? Was ist jetzt anders geworden? Anders geworden ist, ich muss sehen, wenn ich bewerben will, dann muss ich mir die Einwilligung dazu einholen. Das heißt, beim direkten Mailing muss ich im Opt-in oder im Double-Opt-in mir dieses Einverständnis zu der Werbung holen. Das muss passieren. Und was bei den Einwilligungen, da will ich gerade nochmal den Schlenker zurückmachen, die Einwilligung muss freiwillig sein. Freiwillig heißt mehr, als dass einer nicht neben mir steht mit der Pistole. Freiwillig heißt, es darf nicht an andere Geschäfte gekoppelt werden, nach dem Motto, du kriegst den Newsletter nur dann, wenn du bei mir was kaufst. Das ist ein Kopplungsverbot, das wäre nicht mehr freiwillig. Das heißt, ein Vertragsschluss darf nicht an eine Einwilligung gekoppelt sein. Und in dieser Einwilligung, wie eben schon mal gesagt, muss ja auch aufs Widerrufsrecht hingewiesen werden, was ja häufig nicht passiert. Kopplungsverbot ist noch ein Riesenthema. Kannst du dazu noch mal was sagen? Was heißt das genau für den Unternehmer? Das heißt eben bei der Einwilligung, ich darf die Einwilligung zum Beispiel nicht unter einer Bedingung machen. Die muss völlig losgelöst sein. Ich muss sogar darauf hinweisen, dass die Verweigerung der Einwilligung keine negativen Folgen hat. Okay, also auch eine ganz spannende Sache, dass man die Sachen nicht mehr miteinander verbinden kann. Viele Online-Shop-Betreiber haben das ja in der Vergangenheit gemacht. Also das geht nicht mehr, da muss man sehr genau drauf achten. Muss man sehr genau sein. Oder wenn ich nur Daten erhoben habe zum Abschluss eines Vertrages, zum Beispiel zum Verkauf meines Autos, meines Buches, gebe die Daten weiter, dann muss ich jetzt schon in der Einwilligung drinstehen haben, dass ich die Daten weitergebe. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit muss das drin stehen, dieses Weitergeben, diese Zweckänderung, muss ich das auf die konkrete Firma beziehen, an die ich weitergebe, oder an den Geschäftszweig? Auch dazu gibt es noch nichts Konkretes. Deshalb kann man nur sagen, man soll es so konkret machen wie möglich. Es ist nämlich eine Zweckänderung. Wie gehst du denn jetzt vor, als bei uns der Datenschutzexperte, wenn die Unternehmen auf uns zukommen und bitten dich um Rat? Was ist so das Erste, was du machst? Machst du eine Bestandsaufnahme? Was sind deine Empfehlungen? Ich würde sagen, bringt mal eure Datenschutzerklärung mit. Bringt die Verträge über die Auftragsdatenverarbeitung mit. Wie sehen die Widerrufsrechte aus? Wie ist überhaupt der ganze Datenschutz organisiert? Wie geht ihr mit Beschwerden um? Beschwerden müssen innerhalb von einem Monat bis drei Monaten beantwortet werden. Wie wird das alles in Praxis gehandelt? Wie ist dieser Leitfaden, um diesen Datenschutz rechtlich richtig durchzuführen? Einfach die Unterlagen einreichen, dann werden sie geprüft. Das heißt, du schaust dir den Ist-Stand des Unternehmens an und entwickelst dann mit den Leuten einen Leitfaden, dass es eben konform ist. Ich muss dann wissen, was macht ihr im Einzelnen? Und wie gestaltet ihr diesen Datenschutz, diese einzelnen Schritte aus? Und dann wird nämlich überprüft, passt es nach dem neuen Recht oder passt es nicht? Und was ist eben zusätzlich zu tun, zu ergänzen? Prima. Wer da noch weitere Fragen an den Herrn Berners hat,
der kann gerne eine WhatsApp senden an diese Handynummer 0173 5309 666 mit dem Stichwort Marketingoffensive und eure Kontaktdaten hinterlassen. Dann bieten wir allen Teilnehmern hier eine kostenlose telefonische Erstberatung an. Der Herr Berners steht dann für alle persönlich zur Verfügung. Und da kann man in einem vielleicht 20- oder 30-minütigen Telefonat schon mal eruieren, wo sind meine größten Sorgen, wo sind meine größten Nöte, was muss ich machen. Das gilt natürlich nur heute. Also wer da Interesse hat, gerne eine WhatsApp an uns senden. Ansonsten, Jürgen, danke ich dir, dass du Freitag noch extra bei einem Vortrag warst. Wir haben euch zu danken für die Aufmerksamkeit. Da vorne findet ihr unseren Stand, wenn er Fragen hat. Dankeschön. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Markus Mingers und Jürgen Berners. Dankeschön. Und ja, ihr kennt das ja mittlerweile. Es geht hier direkt weiter. Und zwar sehr spannend weiter, denn für euch alle ist ja ein Thema ganz wichtiges.